Hallo YouTube, hier spricht die Stimme der Hauptstadt, Einessen hier und herzlich willkommen zu First Blood Episode 7 und bitte verzeiht mir diesen heutigen Tag, eigentlich wollte ich einen Live-Commentary machen, aber gestern Nacht war der, oder besser gesagt heute Nacht war der Super Bowl, den habe ich mir zum ersten Mal überhaupt reingezogen und ich bin jetzt irgendwie komplett müde, habe zwar ein bisschen geschlafen, allerdings wirklich gebracht hat es nix und ich will eigentlich diesen Tag so schnell wie möglich über die Bühne bekommen, habe mir dann gedacht, okay, hau ich mal kurz Call of Duty rein und wenn schon kein Live-Commentary, dann wenigstens mal wieder MW3, das hatten sich ja einige von euch gewünscht und irgendwie dieser Tag ist komplett kurios, ja, erst die ganze Nacht wach gewesen und dann mache ich im ersten Gameplay erstmal 114 Kills und das in meinem Zustand gerade, also da ich mir irgendwie gedacht, manchmal läuft die Welt schon irgendwie ein bisschen komisch, aber Gameplay ganz nice, ich habe es ein bisschen geschnitten noch ganz kurz, auch nicht irgendwie besonders geschnitten, aber einfach ich hatte gar keine Lust jetzt und werde auch dieses Commentary nur ganz kurz machen, einfach weil ich weiß, ich bin einfach komplett fertig und der Super Bowl, kann ich aber nur sagen, war eine richtig geile Sache, habe mich zwar fürs falsche Team entschieden, ich habe mir irgendwie gedacht, die San Francisco 49ers mit ihrem jungen Quarterback da, die kann man dann schon mal unterstützen, aber ja, sie haben es dann am Ende leider nicht gepackt, auch wenn sie ein richtig geiles Comeback hingelegt haben, aber den Super Bowl kann ich auf jeden Fall definitiv nur weiterempfehlen, also das ist ein Event, was man auf keinen Fall verpassen sollte, was ich leider die letzten Jahre immer verpasst habe, aber mich auch irgendwie gar nicht so ein bisschen oder so wirklich drum gekümmert habe und werde ihn jetzt allerdings wahrscheinlich jedes Jahr gucken, habe zwar nicht jetzt unbedingt so die große Lust am Football gefunden, also ich könnte jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit Football schauen, einfach weil diese Sportart mit zu vielen Unterbrechungen irgendwie ist, aber ich finde beim Super Bowl, also beim Finale, dann fällt es irgendwie nicht so wirklich so krass auf, da ist einfach dieses Event, was da so im Vordergrund steht und keine Ahnung, war auf jeden Fall eine richtig geile Sache, auch die Halbzeitshow mit Beyoncé war schon nice, muss ich sagen, also keine Ahnung, war eine wirklich coole Erfahrung und denke ich mal, wie gesagt, werde ich die nächsten Jahre dann wiederholen. Wie gesagt, dann heute für dieses Commentary nur ganz kurz, ich werde jetzt hier gleich Musik hinterpacken, auf jeden Fall wollte ich halt nur ankündigen, dass das heute mit einem Live-Commentary nichts geworden ist, dafür mit einem ganz guten Gameplay, also ich denke mal, ein kleiner Ausgleich dafür. Für die nächsten Episoden allerdings habe ich dann, oder für die drei nächsten Episoden habe ich dann auf jeden Fall geplant, einmal einen Black Ops 1, einmal einen Black Ops 2 und einmal einen MW3 Live-Commentary zu machen und ich habe irgendwie auch noch Bock, diese Serie weiterzuführen. Wenn ihr da auch Bock drauf habt, vielleicht noch 5 weitere Folgen dran zu hängen, dann schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Und damit, ja, verabschiede ich mich für heute. Ich denke jetzt, ich werde probieren, den Tag, ja, wie gesagt, so schnell wie möglich über die Bühne zu bringen und hoffe mal, dass ich dann morgen, ja, wieder fit bin. Ich will auch noch auf dem Bolt Reloaded Channel dann morgen, denke ich mal, ein Video Music kommentieren und hochladen. Da, denke ich mal, steht auch wieder einige Sachen an. 500 Abo-Special dort wird auch kommen diese Woche noch. Da haben wir eine ganz coole Zombie-Runde auf Die Rise vorbereitet. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. No more, gotta let it go, let it unfurl. Cause I
から judge one another when we're all the same.